Es kann jeden treffen und das überall, vor allem Urlauber bringen sie immer häufiger mit. Bettwanzen. Die Plagegeister vermiesen einem nicht nur den Urlaub, wenn man sie erstmal zu Hause eingeschleppt hat, dann hat man ein großes Problem. Ob und wie man diese und andere Parasiten wieder los wird, das erfahren Sie heute in Service Trends. Ja, herzlich willkommen bei Service Trends, liebe Zuschauer. Bei mir heute im Studio Cora, unsere Supernase mit ihrem Hundeführer Larry Hansen und auch dabei unser Schädlingsbekämpfer, der Herr Sommer aus Oberursel. Hallo, Mensch. So, ich bin so ein bisschen kribbelig, weil wenn ich über Bettwanzen rede, dann fängt es bei mir direkt schon an zu jucken. Das ist aber bei Ihnen wahrscheinlich nicht mehr so, oder? Nein, das nicht mehr. Gut, aber trotzdem sind Bettwanzen ein Riesenthema im Moment. Warum? Nun ist es so, durch den Flugverkehr ist natürlich weltweit sehr schnell Tiere von A nach B zu transportieren. Mhm. Und wir haben natürlich Großstädte, wo viele Leute hinreisen und wieder zurück nach Hause. Und damit werden die Bettwanzen sehr schnell von A nach B getragen. Mhm. Und das ist halt ein weltweites Problem. Schon mal welche gehabt? Ja, selber auch schon gehabt, auch schon im Hotel, ja. Ist das, das ist eigentlich eine unverschämte Frage, wenn ich ja so rum anfange, aber ist das ein Hygieneproblem oder trifft das einfach jeden, wenn man Nein, das ist sogar eine sehr gute Frage, weil genau das glauben die meisten, das ist eben kein Hygieneproblem, mhm. überhaupt nicht. Sondern nur, wenn man es nicht meldet, also einfach so einen Riesenbefall dann plötzlich lässt, das wäre dann schon ein Hygieneproblem. Aber das Tier an sich wird immer eingesteppt. Sie können so sauber sein, wie Sie wollen, das spielt keine Rolle. Wenn Sie Fragen haben rund ums Thema Schädlingsbekämpfung, Bettwanzen und wie ich die loswerde, rufen Sie gerne an 0800 400 33 33. Wir verbinden Sie dann direkt mit der Cora, weil die ist ja eigentlich die Expertin, ne? Herr Hansen, die schnüffelt am Frankfurter Flughafen nach Bettwanzen. Genau. Ja, Sie sind Amerikaner. Die USA ist ein Land, wo es ganz besonders viele Bettwanzen geben soll. Wie erklären Sie sich das? Ja, das ist ganz einfach. Amerika ist ein Land, wo jede hingehen wollen. Mhm. Zum Beispiel New York ist ein Reiseziel, das jedes Jahr, ich war in New York. Und in New York von 10 Hotels, 7 Stück sind betroffen von Bettwanzen. Mhm. Aber das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass Cora irgendwie mal ein Sprengstoffhund war und dann auf Bettwanze umgeschult hat, oder? Nee, machbar ist es, aber wir machen es nicht wegen. Der Hund kann uns nicht 100% sagen, was sie gefunden hat, Sprengstoff oder Bettwanzen. Ist schon ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Das ist, wenn wir sagen, ein Hund, ein Gerufsquelle. Welche Länder sind noch betroffen außer den USA? Alle. 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 Jeder Land ist betroffen damit. Ist nur jeder Land geht mit dem Problem andersrum. Sie patrouillieren mit der Cora ja auch in den Flugzeugen der Airlines. Das heißt, wo finden sich die Bettwanzen dann da? In den Sitz. Vier Airlines sind mir beauftragt, die Flugzeuge zu kontrollieren, auf regelmäßige Kontrolle. Die Fluggäste, wenn ihr in dem Hotel eine auf ihr Klamotten oder in ihren Rucksack kriegst, dann täglich mit in die Fliege. Ja. Und Airlines, dass sie das nicht machen musst. Finde es ganz schön, dass die Fluggäste ein gutes Gefühl hast, dann macht die regelmäßig Kontrolle. Okay, das ist also freiwillig und dann gehen sie da rein. Und das machen sie dann, bevor die Gäste oder die nächsten Gäste kommen? Oder wann geht man da in den Flieger? Wann kommen die Bettwanzen da raus? Ja, meistens, wenn der Flieger in den Wartung geht, dann geht der Hund rein mhm. und kontrolliert dann den Flieger. Und wenn der Hund was findet, dann wird es an die Airline gemeldet ja. und die dann einen Schädlingsbekämpfer dazu bringt. Ja. Und dann die macht die Entscheidung, welche Maßnahme wird gemacht. Und teilweise muss die nur den Sitzbezug abziehen. Aber andersmals muss die ganze Sitz ausbauen. Ja. Und jetzt mal ehrlich, gibt es mehr Bettwanzen in der Business Class oder in der First Class oder in der Economy Class? Jede Klasse ist betroffen. Jede Klasse. Völlig demokratisch, da macht die Bettwanze keinen Unterschied. Wie ist das in den Hotels? Da ist wahrscheinlich ähnlich. Es ist genau dasselbe. Das sind die Bettwanze, alles, was die brauchen, ist ein wärmer Platz und ein bisschen, dass es dunkel ist und dann ist es zufrieden. Ja, wovon ernähren die sich eigentlich? Von Blut, von menschlichem Blut. Die Bettwanze, wenn er sich versteckt, wenn der Hunger hat, der riecht das CO2, was wir atmen. Und das weckt ihm auf und dann folgt er uns die Hitze von unserem Körper bis zu der Körper ja. und dann unsere Haut schweißt, das sagst du Bettwanzen, okay, da kann ich essen. Okay, die Cora wird nachher natürlich noch eine kleine Aufgabe hier im Studio zu erfüllen haben. Wir haben hier drei Koffer stehen, in einem verbergen sich Bettwanzen und wir wollen natürlich gleich mal gucken, ob die Cora die auch findet. Vorher machen wir uns aber erstmal noch mal ein bisschen besser bekannt mit diesen fiesen Viechern. Nach Reisen sind sie ein ungewolltes Mitbringsel, Bettwanzen. Sie verstecken sich in Koffern und Klamotten, nisten sich dann in unseren Schlafzimmern ein. Und die Parasiten lassen sich nur noch schwer bekämpfen, denn sie sind zunehmend resistent gegen Insektizide. Seit Ende der 90er Jahre hat der Befall mit Bettwanzen tatsächlich stark zugenommen, eigentlich weltweit. Das merken auch die professionellen Schädlingsbekämpfer.
Wenn wir früher wirklich ein oder zwei Wohnungen im Jahr hatten, dann war das schon ganz interessant gewesen. Diese ein oder zwei Wohnungen, die haben wir jetzt in der Woche, wenn nicht sogar mehr. Am Umweltbundesamt in Berlin beobachten Forscher die Ausbreitung der Bettwanzen in ganz Europa mit Sorge. Und sie suchen nach Gründen für die dramatische Zunahme der Parasiten. Alette van der Pan hat in einer Studie Bettwanzen aus Berliner Wohnungen auf Resistenzen gegen gängige Insektizide untersucht und festgestellt, dass die Mittel bei einigen Bettwanzen tatsächlich nicht mehr wirken. Noch nicht so massiv wie in Amerika zum Beispiel oder Australien. Die haben wirklich extrem resistente Stämme, aber eben auch in Deutschland in einigen Stämmen. Und das kann dazu führen, dass der Schädlingsbekämpfer dann bei einer Bekämpfung Probleme hat, wenn natürlich Tiere überleben. Denn Ziel einer Bekämpfung ist es, alle Tiere zu töten. Doch das ist nicht leicht. Denn tagsüber sieht man die Bettwanzen nicht. Sie verstecken sich in Hohlräumen und Ritzen. Die nachtaktiven Tiere kommen erst im Dunkeln auf der Suche nach einer Blutmahlzeit aus ihren Verstecken. Wer von ihnen gestochen wird, hat sich am Vorabend meist in ein völlig sauberes Hotelbett gelegt und bemerkt den Stich zunächst nicht. So ging es auch Julia Lotz. Ich war mit einer Gruppe von Leuten in Italien und wir hatten alle Stiche und haben uns aber erst nicht wirklich den Kopf zerbrochen und gedacht, dass das Mückenstiche wären. Die waren so in einer Reihe, was eigentlich schon ziemlich auffällig ist. Doch zunächst denkt sie nicht darüber nach. Zurück zu Hause legt sie ihren Koffer aufs Bett. Von dort nisten sich die Tiere in der Wohnung ein. Es reicht, wenn nur ein einziges Weibchen in die Wohnung gelangt, denn es kann bis zu 300 Nachkommen in sich tragen. Oft wird der Befall erst bemerkt, wenn die geschlüpft sind und zustechen. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch sehr unterschiedlich reagiert. Es gibt Menschen, die reagieren überhaupt nicht auf einen Bettwanzenstich. Ansonsten kann es sein, dass der Stich sofort auftritt oder erst nach einigen Tagen. Bis zu einer Woche kann das dauern. Oder dass manche Menschen überhaupt nicht reagieren auf den Stich. Typisch ist aber, dass immer mehrere Stiche nebeneinander sind. Die Stiche können dramatisch aussehen und tagelang quälend jucken. Ansonsten sind Bettwanzen aber harmlos. Bisher übertragen Bettwanzen keine Krankheiten. Man kann sie zwar im Labor mit einigen infizieren, aber das ist wirklich komplett aufs Labor beschränkt. Man hat bisher nicht nachgewiesen, dass sie im normalen Umfeld eine Krankheit übertragen. Ist aber eine Wohnung von Bettwanzen befallen, können nur noch Schädlingsbekämpfer helfen. Denn nur die Profis wissen, wo sie suchen müssen. Im Grunde genommen muss man das ganze Zimmer auf den Kopf stellen. Alles, was offen ist, hinter Bilderrahmen, offene Leisten, Gardinenstangen zählen dazu, unter Lampen. Ganz wichtig ist auch unter dem Bettgestell gucken. Alles, was im Grunde genommen in Bettnähe ist, wo Verbergeorte sind, dunkle Ritzen, Ecken, Kanten, abgeklappte Tapeten. Das sind alles Verbergeorte von der Bettwanze. Spezielle Chemikalien töten Bettwanzen. Genauso wie Hitze und Kälte. Wichtig ist, jedes Versteck der Wanze mit dem Gift zu besprühen. Doch dass man wirklich alle Tiere beim ersten Mal erwischt, ist selten. Also im Normalfall ist man wirklich zwischen 2 und 4 Mal in einer Wohnung oder auch in anderen Räumlichkeiten, bis das Problem beseitigt ist. Und das liegt auch an den zunehmenden Resistenzen der Tiere. Die Forscher versuchen jetzt, einen Schnelltest zu entwickeln, damit Kammerjäger vor Ort sofort bestimmen können, mit welchen Chemikalien sie die Tiere gezielt töten können. Die Schädlingsbekämpfer setzen neben Chemikalien auf Hitze. Denn bei Temperaturen über 55 Grad sterben die Wanzen. Seit neuestem gibt es dafür ein Wärmezelt. Da passen locker ein Koffer oder Sofakissen und Bettdecken rein. Alternativ kann man den Koffer auch in die Gefriertruhe stellen. Der Tipp der Profis: nach jeder Reise das Gepäck als erstes in der Badewanne ausschütteln und bei 60 Grad waschen. Egal wie, Hauptsache alle Wanzen sind vernichtet. Sonst geht das ganze Spiel wieder von vorne los. So, wir haben hier 3 Koffer stehen, 2 Koffer und eine Tasche. In einem dieser 3 verbirgen sich Bettwanzen. Larry, ihr habt am Frankfurter Flughafen wie viele Hunde, die danach suchen? 5 Stück.
Ihr habt 5 Hunde und man kann euch auch rufen, wenn man das Gefühl hat, in meinem Koffer befinden sich Bettwanzen. Ne? Wie geht das? Genau, wenn ihr Verdacht hast, dass ihr in dein Hotelzimmer Bettwanzen hatte oder du willst nur nach Hause gehen mit einem guten Gefühl, dass du nicht mitgenommen hast, du kannst uns eine E-Mail schicken. Und wie wird denn, sie muss uns ihren Namen, Anschrift, Flugnummer, die ganze Fluginformation, wie wird Ihnen denn ein E-Mail zurückschicken mit einer Handynummer von unseren Bedbug-Teams? Und wenn Sie am Flughafen sind, Sie nehmen Ihr Gepäckstück von der Band runter, rufen uns an ja. Und dann kommen wir. Das heißt, direkt vom Gepäckband, geht ihr dann in die Ecke, macht einen Koffer auf? Genau, du kommst von der Gepäckband, rufen uns an, wir kommen, wir nehmen Sie in Empfang, dann gehen wir in die ruhige Ecke und machen den Koffer auf und dann lassen wir die Hunde dran. Okay, dann machen wir das jetzt mal, ja? Wir haben jetzt das hier direkt vom Gepäckband geholt und bitteschön, dann mal bitte zum Einsatz mit Bettwanzen, Spürhund, Cora. Wir fangen mal hier an, oder? So. Ja. Platz. Boah. Was hast du da jetzt in der Hand gehabt? Such doch ihr Spielzeug. Spielzeug. Das ist Spielzeug. Ja. Ah, sie guckt erstmal auf den Stühlen. Schau hier. So ist fein, jawohl. So ist feine Mausi. Ich mach mal den nächsten auf. So. Was kostet mich so ein Einsatz eigentlich, wenn ich die Cora schnüffle? Bis zu 3 Koffers kostet 105 Euro. Mhm. Und für jede weitere Koffer 29 Euro. Mhm. Cora. Ist natürlich so, wenn ich einen Koffer voller Bettwanzen habe und die Bett und den Koffer dann aufs Bett zu Hause lege, dann wird's teurer, ne? Genau. Damit du die ganze Zimmer bekämpfen musst, Cora. So, gut. Der ist auch kein Bettwanzen. Naja, dann gucken wir mal. Cora, sei da so lieb. Ist ja hier der Koffer mit meiner Lieblingsfarbe. Was haben wir denn hier? Also, ihr seid ja diskret. Ihr sagt ja nicht, was ihr sonst noch Cora. Findet, oder? Ja, such doch ihn. Ich tu's mal hier. So, da hat sie was gefunden. Ach, dann setzt sie sich hin. Dann setzt sie hin oder hinlegen, wie sie wolle. Ja. Der hat sie an die Tasche angezeigt. Pack. Jawohl. Meine Maus. Irgendwas ist in die Tasche. In der Tasche? In diese braune Tasche. Ach. Spitze gemacht. Jawohl. Mein Herrenhandtaschlein. Nein, das ist gar nicht meins. Ich mach trotzdem mal auf. Ne? Okay. Wenn du mir da jetzt mal helfen könntest. Aha. Das heißt, das sind Röhrchen mit Bettwanzen, die ihr zum Üben verwendet? Genau. Wo hast du die Wanzen her? Wir haben unser eigenes Labor. Wir schüssen die Wanzen für unsere Teams, dass wenn die arbeiten, ja. Dann können wir alle Stadien von den Bettwanzen üben. Wir können das erste Stadium rein oder Wachsene rein oder nur Eier rein. Und dann können die Hunde das alles schnüffeln. Unsere Hunde sind alle ausgebildet auf die Standards von der Bedbug Foundation. Ja. Das ist ein sehr schwerer Standard. Und bei der Zertifizierung, 30% besteht die Zertifizierung. Mhm. Und das ist eine Organisation für komplett Europa. Und die testet Hunde in ganz Europa. Das heißt, wenn man einen Hund bestellt, der nach Bettwanzen schnüffeln soll, darauf achten, dass der auch zertifiziert ist. Genau, der soll zertifiziert von der Bedbug Foundation. Und dann weißt du 100%, dass der Hund erreicht diese 90%, dass ich sage, der Hunde finden kann. Mhm. Wenn die Erfolgsquote vom Hund ist über 90%. Und diese Erfolgsquote zu haben, muss der Hund regelmäßig trainieren und richtig ausgebildet sein. Und wenn diese Zertifizierung bestanden hast, dann weißt du, dass du das geschafft hast. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Hat die Cora jetzt eigentlich gar keinen Leckerl? Oh, jetzt versteckt sie sich da. Das ist ja das Spielzeug. Das ist für ihr alles Wichtige. Ach so, für die schlanke Linie ist besser genau. Spielzeug. Statt, irgendwann schaffe ich das auch. Statt Leckerl. Irgendwann schaffst du das auch. Herzlichen Dank, Larry. Ich muss mal hier unseren Herrn Sommer fragen. Wie sieht denn das aus mit diesen Bettwanzen? Sind die im Moment ein besonders, ist ein Problem, dass das viele haben im Moment? Also wächst das, wird das größer? Ja, also wie wir schon ja erfahren haben, ist, dass natürlich weltweit das ein Problem ist. Und je mehr sie reisen, ja. Je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch mal Bettwanzen nach Hause holen. Jetzt sind Sie ja der Schädlingsbekämpfer. Sie können ja. Mir genau sagen, was mich das kostet, wenn ich ein Zimmer von einer Bettwanze befreien lasse. Genau. Es ist ja mit einer Maßnahme leider nicht getan. Es ja. Müssen also mindestens 2 Maßnahmen erfolgen. Und eine Maßnahme in einem Schlafzimmer, ich sag mal 20 Quadratmeter etwa, kostet sie etwa 400 Euro. Wow. Das heißt, wenn ich 2 bis 4 brauche, kann ich mir ausrechnen, 800... Naja, 800 Euro ist so das Mindeste, was Sie ausgeben müssen. Ja. Es gibt, ich zeige das mal kurz hier. Ja.
Noch Methoden, wie man auch so ein bisschen selber gegen befallene Kleidungsstücke zum Beispiel vorgehen kann. Also nicht in den Müllbeutel tun und wegschmeißen, sondern was haben wir hier? Ja, das ist ein Beutel, der sich bei Wasser auflöst. Mhm. Also ein spezieller Kunststoff. Und wenn ich den komplett verschließe im Urlaubsort, nach Hause komme und genau diesen Beutel nehme und die Waschmaschine, ja, dann löst sich der Beutel sich auf und die Wäsche wird gewaschen. Und natürlich brauchen wir einen Waschgang von 60 Grad. Das heißt, auch nicht Kurzwaschgang, damit es auch wirklich, nein, richtig durchheizt. Genau. Und da kann ich dann jetzt, also natürlich manche Wäschestücke, die nicht bei 60 Grad gewaschen werden dürfen. Oder das funktioniert dann nicht. Den Rasierapparat, den Laptop, wo die auch drin sein können. Genau, aber wir haben ja im Filmbeitrag auch gesehen, dass man mit Wärme diese Dinge natürlich dann behandeln kann. Wie sieht es aus mit Kälte? Ja, funktioniert auch. Dauert nur viel länger. Also in Gefriertruhe, wenn ich jetzt Wäsche nehme oder... Ja, also ein Radio würde ich nicht einfrieren, aber bei Wäsche schon. Dann dauert das bis zu 14 Tage. Oh, das ist natürlich eine lange Zeit. Ja. Wie kann ich denn als Tourist, als normaler Laie erkennen, ob mein Hotelzimmer von Bettwanzen befallen ist? Ja, wir haben es auch gerade im Beitrag gesehen, sehr schwierig. So ein Mitarbeiter braucht ungefähr eine Stunde, um Befall festzustellen überhaupt. Wir haben gesehen, der Hund macht es natürlich sehr viel schneller. Und als Laie gibt es eigentlich nur ein Rat von mir, wenn man in einem Hotelzimmer ist, die Matratze anheben und wo die Matratze drauf liegt, in der Regel ist es ein Rost, so ein Lattenrost. Und wenn natürlich Tiere da laufen, ist die Sache geklärt. Ja, nicht so schön. Was machen wir dann? Sofort ein anderes Zimmer verlangen, ja, oder? Also ich würde auch jetzt nicht länger einfach zumachen, Koffer nehmen und raus aus dem Zimmer und sagen, ich möchte ein neues Zimmer. Ja. Ganz klar. Wenn ich so schwarze Punkte, ganz viele Punkte, das sieht aus wie, ja, wie bei der Zigarette, wenn man so Tabak verliert. Also überall solche schwarzen Punkte hat. Das ist ein Hinweis davon, dass es mal Bettwanzen dort waren oder auch noch welche sind. Das ist nämlich der Kot. Und dann sollte man das auch bitte melden. Und das Zimmer wechseln. Kommen wir mal zu anderen kleinen Nerveviechern. Mücken. Ja. Haben wir natürlich, jeden Sommer werden wir auch nicht los, oder? Nein, Stechmücken, die sind nun mal da. Und jetzt haben wir natürlich Glück, weil so lange trocken ist. Aber wenn es jetzt anfängt zu regnen, dann haben wir wieder Stechmücken da. Wir zeigen hier mal diese drei Produkte, die beim letzten Stiftung Warentest-Test gut getestet worden. Die wären also eine vernünftige Möglichkeit, sich gegen Mücken zu schützen. Sie sagen, besonders gut ist es natürlich, wenn man die halt auch auf die Kleidung auftragen kann. Ne? Ja, der Schutz verdoppelt sich, nicht nur, weil wenn ich es auf die Haut aufbringe, also ausschließlich auf die Haut, und fange an zu schwitzen, dann verdünnt sich das und das ist die Wirkung weg. Mhm. Also theoretisch müsste man auf der Haut alle Stunde das erneuern. Das Sie haben es auch ein anderes Gerät mitgebracht, das auch zur Mückenbekämpfung dient. Ja, Biogens nennt sich diese Falle. Ja. Und das ist tatsächlich weltweit die erfolgreichste Falle, die Stechmücken überhaupt fängt. Und zwar alle Stechmücken. Funktioniert mit CO2, also im Prinzip wie bei den Bettwanzen auch. Denn die Stechmücke erkennt uns nicht als Mensch. Die sieht uns ausatmen, also als CO2-Wolke sozusagen. Dann kommt natürlich unsere Wärme dazu, wie bei den Bettwanzen auch, und der Schweiß. Und diese Falle ahmt das alles nach. Hier strömt der CO2 aus. Innen drin ist ein Ventilator, der treibt das sozusagen als Wolke hoch. Und hier ist der menschliche Schweiß nachempfunden und kommt auch in die Falle. Und hier haben wir dann eben ein Netz. Das hier ist ein Beutelchen mit Kunstschweiß. Ja, mit Kunstschweiß. Darf ich es mitnehmen? Ja, bitte. Dankeschön. Ich schwitze ja sonst so wenig, das ist ja schade. Auch einmal nach Schweiß riechen. Dankeschön. Sehr gerne. Mückenstiche, die können ja schon sehr unangenehm sein und vor allem schrecklich jucken. Es kann aber viel schlimmer kommen. Juckreiz, der einfach gar nicht mehr weggeht. Immer mehr Menschen leiden darunter. Sie misst nur einen halben Millimeter und doch verursacht sie großes Leid. Die Kretzmilbe. Ich hatte starken Juckreiz am ganzen Körper, besonders an den Händen. Weiter war es halt so, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Also es ging teilweise bis tief in die Nacht hinein, wo ich mich jucken musste und kratzen musste. Es ging einfach nicht weg. Seit 7 Wochen schlägt sich der 21-Jährige mit der Kretze rum. Das Schamgefühl ist groß, er möchte anonym bleiben. Ja, natürlich möchte man nicht erkannt werden. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl zu wissen, dass man es hat. Vor allem gegenüber dem Freundeskreis oder der Familie, also den Personen, denen ich es mitgeteilt habe, das ist schon sehr unangenehm. Dabei geht es immer mehr Menschen wie ihm. Kretze ist auf dem Vormarsch.
So gab es in Hessen 2016 einen Anstieg um 52,5% auf 15.110 Patienten. 2017 waren es 41,7% mehr, über 21.000 abgerechnete Fälle. Auch Hautarzt Erik Sänger aus Seligenstadt merkt den Anstieg deutlich in seiner Praxis. Grätze ist eine Hauterkrankung, die durch Körperkontakt übertragen wird, von Haut zu Haut. Und man braucht ungefähr 10 Minuten Körperkontakt, damit die Milbe von der einen auf die andere Empfängerhaut übersiedelt. Die Krätzemilben sind also eher von langsamer Natur. Wir sogar als Ärzte können den Patienten die Hand geben, es passiert gar nichts. In der U-Bahn passiert auch nichts, wenn sie quasi Kontakt haben, jemand sitzt neben ihm. Sie müssen schon engeren Kontakt haben. Es gibt eine Form der Krätze, die hat unglaublich viele Milben auf der Haut. Und da ist es in der Tat so, dass bereits Schuppen ausreichen, um sich mit der Krätze zu infizieren. Aber die ist sehr selten und ist auch dann nur der Fall, wenn Patienten immungeschwächt sind. Und die sitzen in der Regel nicht unbedingt in der U-Bahn. Das Fatale an der Erkrankung? Zunächst mal läuft die Infektion ohne Symptome ab. Das dauert so 2 bis 3 Wochen, bis der Körper auf diese Milben reagiert. Die dringen ja in die oberste Hautschicht ein und graben dort Gänge und verbleiben dort, legen dort ihre Eier ab. Und dann gibt es eine Immunreaktion des Körpers, eine Art allergische Reaktion. Und dadurch entsteht dieser sehr, sehr starke Juckreiz. Und dann merkt man, hoppla, hier stimmt was nicht. Ich habe mich irgendwo angesteckt oder ich habe ein Ekzem. Und dann wird man unruhig und sagt, ich muss unbedingt zum Arzt, weil es auch wirklich sehr, sehr stark juckt, insbesondere auch nachts. 2 bis 3 Wochen Inkubationszeit. Da ist es oft schon zu spät. Hat man Angst, andere während dieser Zeit anzustecken? Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, bis der Arzt mir das gesagt hat, wusste ich ja noch nicht mal, was ich habe. Also die Angst war auf jeden Fall da und im Nachhinein auch Personen, die ich angesteckt habe, tun mir natürlich sehr leid. Behandeln lässt sich die Krätze relativ gut mit speziellen Cremes. Es gibt noch keine Resistenzen gegen diese Medikamente. Allerdings muss die Behandlung sorgsam durchgeführt werden. Der Patient muss sich selbst von Kopf bis Fuß komplett eincremen. Und wenn er was vergisst, kann es sein, dass an dieser Stelle die Milben überleben und dann die anderen Hautstellen wieder infizieren. Sodass es manchmal vorkommt, dass wir auf alle Fälle 2 oder auch 3 Behandlungszyklen brauchen. Die Behandlung gegen Krätze mit Cremes funktioniert so, dass die Nervenkanäle dieser Milben beschädigt werden und dadurch stirbt die Milbe ab. Es gibt Medikamente, die wirken nicht nur auf die Milbe, sondern auch auf deren Eier. Von daher sind die zu bevorzugen. Doch nicht nur der Körper muss behandelt werden, auch Polstermöbel und Teppiche sollten abgesaugt und 48 Stunden nicht benutzt werden. Bett frisch beziehen und Wäsche bei mindestens 50 Grad waschen. Weitere Dinge, die mit Krätzmilben infiziert sein könnten, luftdicht verschließen und 72 Stunden bei mindestens 21 Grad lagern. Viele Menschen fragen sich, hat die Krätzeinfektion etwas mit mangelnder Hygiene zu tun? Nein, das auf gar keinen Fall. Ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen, weil ich natürlich auch gar nicht wusste, wie, wo, was, warum habe ich das jetzt. Und er hat gesagt, dass es auf keinen Fall was mit der körperlichen Hygiene zu tun hat. Ich bin einer, der teilweise 2-mal am Tag duschen gegangen ist. Deswegen war ich im ersten Moment darüber auch sehr schockiert. Neben den körperlichen Beschwerden leiden Patienten oft auch unter gesellschaftlicher Ächtung. Wem sagt man es überhaupt? Ich habe es meinem Arbeitgeber mitgeteilt und ja, da war im ersten Moment so eine leichte Belustigung da, obwohl das für mich eigentlich so gar nicht lustig war. Ist schon eine harte Zeit. Von daher sollte man beim ersten Verdacht direkt einen Dermatologen aufsuchen, denn von alleine wird man Krätzmilben nicht los. Übrigens, die Krätze ist nicht meldepflichtig, deshalb ist die Dunkelziffer von Betroffenen wahrscheinlich sehr viel höher. Also wenn Sie unter starkem Juckreiz leiden, scheuen Sie nicht den Gang zum Arzt. Krätze ist keine gefährliche Krankheit, aber sie ist halt ansteckend. So, und damit ganz herzlichen Dank an meine Gäste, Herr Sommer, Herr Hansen, liebe Cora. Ich hoffe, wir brauchen dich nicht bald wieder, weil hier vielleicht irgend so eine Bettwanze aus dem Röhrchen geklettert ist. Ne? Die Kollegen von Hallo Hessen haben übrigens morgen auch einen Hund zu Gast. Vorher sage ich noch, wenn man die Cora buchen möchte, die E-Mail-Adresse zum Beschnüffeln der Koffer, die finden Sie natürlich bei uns im Netz unter hr-fernsehen.de/servicetrends. Ja, um Spürhunde geht's also morgen auch bei Hallo Hessen. Da erfahren wir, wie solche Supernasen arbeiten und wie ihr Training aussieht. Morgen ab 16 Uhr dann. Und Hallo Hessen. Und wir sehen uns wieder um 7:10 Uhr.
bei Service Gesundheit. Jetzt geht's aber erstmal raus aufs Dach zu alle Wetter. Mal gucken, was dieser hessische Sommer weiter mit uns vorhat. Einen schönen Abend uns allen und bis bald.